Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Pink Panda Adventure. Und zwar, ja, wir sind hier oben immer noch im Camp. Ich habe hier jetzt vielleicht, obwohl ihr dürftet es eigentlich, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, gar nicht mitbekommen. Ich habe die Musik leiser gemacht, meine Güte. Sie ist ja ziemlich geil, ist schön gemacht. Bisschen rumgedudelt, aber sie war definitiv zu laut. Genau, wir wollten mit Taylor reden. Hallo Taylor. Wie war denn seine Stimme? Jo, alles klar. Panda, jetzt siehst du für mich wie ein Krieger aus, oder? ein Wollknollenrosa Kleidchen. aber ich fühle mich nicht wie ein Krieger. Ich konnte nicht einmal die Prinzessin vor diesem Metallmonster schützen. Also, in der Höhle, als du in der Höhle warst, habe ich mich mal umgeschaut, aber Metalldinger habe ich nicht gesehen, weißt du? Was? Aber die sind doch überall, sogar hier, genau vor dem Camp. wenn du das sagst... Sie tragen Masken, um ihre metallischen Gesichter zu verbergen. Ja, ganz schön clever. Also... Wann kannst du zum ersten Mal bemerken? Wann hast du das erste Mal bemerkt? Dass etwas nicht stimmt, weißt du? Mal sehen. Das war im Blobbywald. Die Blobbys sind alle durchgedreht. Keine Ahnung warum. Dann check doch mal den Blobbywald aus. Berichte mir, wenn da irgendwas vor sich geht. Toller Plan! Bis dann, Taylor! Alles klar, Taylor, du bist der Beste. Ich gehe mal ganz kurz nach links, vielleicht kommen wir ja hier schnell raus, natürlich nicht. Gut. Ich würde sagen, wir begeben uns mal zurück. Leider können wir nicht sprinten, das fehlt mir hier so ein bisschen. Hier ganz rechts müsste der Ausgang sein. Zum Glück kriegen wir keinen Fallschaden. Gerade mal getestet. So, wir müssen, warte mal, wir sollen in den Blobbywald. Aber ich würde einfach mal sagen, wir gehen zuerst in die Wüste. Rechts, ich nehme den hier. Wir gehen in die Wüste und suchen unseren kleinen Hundefreund. So, kämpfen wir uns hier mal. Dein Ernst? Genau drauf gesprungen? 84 Schaden machen wir jetzt schon. Ziemlich genial. So. Ich wollte schon blocken, aber hat noch gerade so funktioniert. Was? Alter, was bist du denn für eine Augenbrauenente? Geh weg! Alter, die verfolgen mich. Das sind Cruise Missiles. Alter, komm ich hier irgendwie oben drauf? Bei dem da? Nee, so weit kann ich nicht springen. Mal gucken, ob wir links vom Tor noch irgendwas machen können. Sonst sind wir hier falsch, würde ich sagen. Oh, hier geht's auch noch weiter. Nee, geh mal weiter. Geh mal weg. One-Hit-Wonder, würde ich einfach mal sagen. Was haben wir hier? Ein bisschen Leben drin. Und ein Blobby. Und ein Blobby. Am Arsch, hast du gesehen, ne? Am Arsch die Waldfee, mein kleiner Freund. Da kommst du auf jeden Fall hin. Oh, hier ist ein Orb unter. Dazu brauchen wir einen roten Schlüssel. Zack, 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 zack. Und ich sehe eine Cruise Missile Augenbrauenente. KM... E. KMI. Eine Cruise Missile Augenbrauenente. Alter, jetzt geh doch drauf. Hör auf, mich anzugreifen. Boah, da muss man drüber springen oder so und dann zuschlagen. Das ist ja total mies. Was? Da oben. Da müssen wir hin. Da ist er. Ich sehe ihn. Alles geblockt, ihr Luschen. Oh, ein richtiger, schöner 70er Crit. Und ist nichts passiert. So, nochmal. Spring und in der Luft cachen. Schwer zu sprechen. Ich glaube, wir brauchen dafür ein besseres... Ganz easy ausgetrickst. Komm her. Alter,
Die fliegen aber auch mies, die Viecher. Haha, geblockt, du Nutte. Was? Das hat er nicht gesagt. Nein. Ups. So, wir springen erstmal darüber, würde ich sagen. Boah, das war knapp. Ich dachte immer, die großen Tränke machen uns komplett voll, aber anscheinend nicht. So, Level Up. Da können wir gleich mal nachgucken, nachdem wir natürlich den Hund befreit haben, was wir denn für neue Fähigkeiten holen können. Da oben links habe ich irgendwas gesehen, da war ein Stern. Nee, ein goldener Schlüssel. Sehr geil. Oh, scheiße. Und eine Cruise Missile Ente. Und hepp. Ach, komm schon, Kollege. Jetzt ist aber mal gut hier. Ey, die fliegen auch scheiße. Das ist ja, jetzt komm hierher, du elendliche Töle. Was machst denn du hier? Du hast denn das Hühnchen gefunden? Na, ganz toll. Mich auch nur 600 Jahre meines Lebens gekostet. Das ist viel zu... Oh, ganz miese Ecke gerade gewesen. Ich glaube, das ist so, dass einmal drüber springen und dann quasi direkt vernaschen. Ich nehme ja noch ein bisschen, was ist das denn da drüben? Ach nee, da brauche ich einen gelben Schlüssel zu. Okay, hier müssen wir uns später auf jeden Fall noch ein paar Schlüssel besorgen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir noch ein paar Fähigkeiten brauchen. Im Tutorial habe ich eine Fähigkeit gesehen, dass wir uns zum Beispiel an Kanten oder dergleichen festklammern können. Damit wir höher springen. Da müssen wir hier nur so gegendrücken. Aber dazu benötigen wir eine Kralle. Was haben wir denn hier denn? Palmparadies. Aber ich will erstmal den Hund wegbringen. Mal gucken, ob wir denn irgendeine Belohnung bekommen dafür, dass wir ihr Hündchen zurückgebracht haben. Ja, ist er da? Schild. Schild ist immer schon mal sehr gut. Mist. Und das ist noch ein Lobby. Oh, ein großes Schild. Das nehme ich natürlich auch direkt mit. Oh, Mist, Mist, Mist. Beinahe direkt auf den Lobby gesprungen. Wollte ich ausweichen und dann auch das. Zack. Geh weg. Oh, was ist denn das? Der ist neu. Ich glaube, der schießt immer zweimal. Was war das jetzt? Okay. Die sind neu. Alter. Okay, muss man mal gucken, wie man da rüber springt. Hallo, Jenna, hier. Wuff, wuff. Oh, du hast es. Oh, du hast sie gefunden. Das ist so süß von dir. Und ich weiß auch schon, eine tolle Belohnung. Was? Ich hab's aber nicht für eine Belohnung getan, Jenna. Ich weiß. Die Zeiten sind düster. Ich wusste schon immer, in dir steckt was Besonderes. Etwas Magisches. Etwas Magisches? Ich bin eine Hexe und ich kann dir magische Zaubersprüche beibringen. Halt still und entspann dich. Du lernst den Geisterblitz. Jetzt kannst du, jetzt kann Fu magische Blitze aus seinen Fingern schießen. Damit habe ich nämlich gerechnet, denn diese Dame hat uns im Tutorial auch diesen Zauber gelehrt. Wow, das fühlt sich super an. Ich kann dir noch mehr Zauber beibringen, aber ich habe keine Funkenblätter mehr. Bring mir bitte 5 davon. Finde 5 Funken, verstanden. Ich bin sicher, ich habe welche in einem Ewigkeitenbaum gesehen. Wie konnte man? Ah, genau. Und das ist unsere neue Fähigkeit. Jetzt können wir ballern. Ja, das kann ich auch, du Nulpe. Oh. Das wollte ich jetzt nur aus Trotz machen. Also wir können hier nämlich links aus dem Level raus. Das weiß ich nämlich noch, aber das war jetzt einfach nur, weil ich es konnte. So, wo ist denn der Ewigkeitenbaum? Mal gucken.
Der wäre hier, aber ich würde mal sagen, wir begeben uns erst hier in den Lobby, weil wir machen das mal ein bisschen nach Reihenfolge. So, hier können wir noch einen blauen Schlüssel irgendwas machen, aber noch nicht. Hier sollen wir für Taylor mal gucken, ob es irgendwas Ungewöhnliches gibt. Aber ich wüsste jetzt nicht, was wir denn jetzt hier dagegen machen können, weil wir kommen ja nicht wirklich weiter. Oder? Weil wir haben ja keine neuen Fähigkeiten seit dem letzten Mal, seitdem wir hier sind. Aber wir rennen einfach mal durch und schauen uns ein bisschen um. Schauen wir doch mal hier. Da unten war, glaube ich, das letzte Mal ein Stern drin. Also die respawnen nicht. Hier war, glaube ich, auch was drin. Also die Sachen scheinen nicht zu respawnen, wenn man sie einmal aufgehoben hat. Was das Ganze natürlich ziemlich schwerer macht. Hi. Ein Boss. Ein Boss-Lobby. Okay, der Baller von hinten. Okay. Immer wenn er rot ist, müssen wir springen. Easy. Schön, dass wir direkt auf Schaden gegangen sind. Da ist der Handschuh, damit können wir klettern. Du findest einen Kletterhandschuh, hänge dich damit an Klippen und springe auf höhere Ebenen. Das ist das Letzte, was ich aus dem Tutorial noch weiß. Das haben wir nämlich damit bekommen. So, jetzt können wir uns hier so an Klippen festhalten und springen. Und kommen damit auf jeden Fall höher. Jetzt können wir nämlich quasi drei Dinger hochspringen. Du hast einen gelben Schlüssel gefunden, der eröffnet alle gelben Türen in diesem Gebiet. Jedes Gebiet hat seine eigenen Schlüssel. Also der gilt nicht für andere Level, nur für diesen einen. Hüpf. So, und jetzt kriegen wir volle Ausrüstung. Also wir können nicht hier an so eine Berge, sondern einfach nur an Ecken springen. So, schauen wir mal, was können wir denn hier noch machen? Können wir hier irgendwo hoch? Nein. Wir schauen uns natürlich nochmal richtig in dem Gebiet um, ob wir denn jetzt irgendwo... Wir schauen uns nochmal richtig um. Anders hoch können. Wie zum Beispiel hier. Hier kommen wir jetzt auch hoch. Was Neues. Da hätte ich locker ausweichen können. Alter, jetzt können wir in ganz neue Gebiete. Mist. Nochmal probieren. Wir könnten uns ja... Nee. Mist. Ich glaube, das funktioniert so. Also, wie immer, meine lieben Freunde, bitte nicht beschweren, nur so, wenn es zu langsam geht, weil ihr wisst, ich versuche natürlich so viel wie möglich auszuholen aus dem Game und alles zu finden. Deswegen werden wir definitiv auch einige Level mehrmals spielen. Und da ist der blaue Schlüssel, den wir am Anfang benötigen. Nee, da ist nichts. Ganz am Anfang konnten wir nach links gehen, aber dazu müssen wir das Level einmal resetten, weil ich ja da die Kisten weggemacht habe. Na gut, also die Dinger lassen wir jetzt einfach mal da liegen. Die sind nur von vorn. Alter, geilen Orb. Orbs benötigen wir, um unsere Rüstung zu verbessern, ne? Das wissen wir noch. Okay, ich glaube, so gut wie alles geschafft in diesem Level. Jetzt müssen wir uns aber trotzdessen nochmal nach links durchkämpfen. Wir können ja einfach mal hier hochgehen und von da oben runterspringen. Vielleicht gibt es ja doch noch ein Secret oder dergleichen. So, hier gibt es noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Mini-XP genannt. Ach stimmt, wir haben ja das letzte Mal noch ein Level freigeschaltet. Da müssen wir nochmal nachgucken. Wir sind nämlich gleich schon wieder ein Level aufgestiegen. Nee, da war nichts. Aber zum Glück sind wir nach rechts gesprungen. Sonst hätten wir... sonst wären wir in den Stacheln gelandet. So, was ich meinte ist... Ach nee, da können wir jetzt auch so hoch. Sehr geil, weil wir können ja jetzt klettern. Feuerwerk!
Da kommen wir nicht hoch, da auch nicht. Mal gucken, ob wir hier auf dieser Seite noch irgendwas finden. So, meine lieben Freunde, ein etwas nicht ganz so sanfter Cut, würde ich einfach mal behaupten. Und zwar, ja, was wollte ich sagen? Mich hat gerade mal wieder das Real Life eingeholt, ganz toll. Mich auch super gefreut. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir waren. Ich glaube, wir waren hier oben links drin. Denn ich musste leider das Spiel neu starten. Deswegen sind wir auch nicht an derselben Stelle, denn ich war so lange weg, dass sich der Controller schon selbst ausgeschaltet hatte. Ja, manchmal ist es schon ein bisschen verwirrend, dass wir so einfach um diese Uhrzeit anrufen und einfach schnucken wollen. Naja, aber was tut man nicht alles? Passiert halt. Ich muss das mal irgendwie auf Stumm schalten, wenn ich hier aufnehme. Aber alles nicht so wild. Hier kommen wir noch nicht rein? Wie, da kommen wir nicht rein? Wir waren noch hier links. Ah ne, hier sind wir stehen geblieben. Genau, wir sind gar nicht so weit gekommen. Gehen wir doch einfach mal hier unten in die Höhle. Mal gucken, was es hier noch so Schönes gibt. Oh Mist, der ballert. Oh Mist, komm schon. Wir haben nämlich nur das Schwert geskillt, deswegen... Ah, da oben kommen wir hoch. Habe ich gesehen. Ja, tut mir leid. Ich muss gerade erstmal wieder richtig reinkommen, wo wir denn jetzt hier stehen geblieben sind. Mist. Hat er mich doch noch erwischt. Was ist das hier? Ah, da kann ich mich dran festhalten. Sehr geil. Okay, wartet. Wie machen wir das am schönsten? So wahrscheinlich. Wir waren auf der Suche. Ich weiß es gar nicht. Ja, genau. Wir haben den blauen Schlüssel gekriegt. Also, nur um das mal in Relation zu setzen, ich war gerade tatsächlich eine Stunde weg und musste telefonieren. jetzt ist er nicht gesprochen. Genau, wir wollten hier irgendwas durchsuchen. Ich weiß aber nicht mehr was. Unser kleiner dicke Panda-Vogel. Wie hieß denn eigentlich... Hieß der... Oh, da oben ist eine Maschine. Wie hieß denn eigentlich der Panda aus... Oh, ich dachte gerade, die schießen auch selber auf sich. Ich will erstmal den links ausschalten. Und dann gehe ich hier wieder runter. 4 XP-Bonus, 200. Ich weiß nicht ganz genau, was das bedeutet. Niedergeschnetzelt. So, was haben wir denn jetzt hier links? Den roten hatte ich noch daneben. Der rote liegt genau über mir. Mal ganz kurz gucken, was haben wir denn da? Kannst du knicken. Ach was, den kann man direkt ausnocken, wenn man... Und zack. Wenn man schnell genug ist, wenn man bevor er rauskommt. Ist der schnell geworden. So. Was haben wir da oben? Nur eine Bank. Hier können wir runter. Zünden wir einfach mal das Ding. Ah, jetzt können wir uns hier dran festhalten. Alles klar. Gecheckt. Hier kriegen wir noch ein paar XP. Haut unser kleiner Panda jetzt schon zu. So, ich vermute mal, wenn ich jetzt hier drauf springe und ich jetzt den Schalter anmache, fährt das Ding nämlich los. Und so bekommen wir auch den roten Schlüssel. Du hast den roten Schlüssel eröffnet. Alle roten Türen im Gebiet. Jedes Gebiet hat eigene Schlüssel. Und damit... Ich konnte das Schild nicht nutzen. Tut mir leid. War zu langsam. So, der schießt zweimal und... Trifft uns. Er schießt zweimal, wie er es geahnt hat. Dreht er denn da auf einmal um? Was ist das? Was bist du? Ich verstehe es nicht. Gar nichts. Ich kann damit leider nichts machen. Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht kriegen wir das später erst raus, wenn wir vielleicht eine andere Fähigkeit haben oder dergleichen. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen überlegen. Ich glaube, wir hatten nochmal irgendwo eine rote Tür. Ich glaube, hier links.
gibt's doch gar nicht. Ich bin aber auch eine Nulpe gerade. Das ist ja richtig. Das kann man sich ja gar nicht geben. So, hier hatten wir auf jeden Fall noch... Oh. Noch eine Tür. Bin ich wieder in den Rhein gesprungen. Der hat ein Schild. Der Hammer. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Was haben wir denn hier eigentlich gemacht? Ich guck mal ganz kurz nach. Also, rede mit Taylor im Kirschcamp. Finde 5 Büschel von Funkenblättern beim Baum der Ewigkeit. Das war das, was wir von der Hexe gekriegt haben. Okay, also haben wir hier eigentlich schon alles erledigt. Ah, genau, wir mussten eigentlich nur den Bossfight machen und haben als Zusatz den gelben, blauen Schlüssel bekommen. Irgendwie so. Ich wollte hier oben rechts aber erst hin. Genau, hier haben wir nämlich auch noch was, wo wir noch gar nicht waren. Also ich glaube, wir können jetzt allgemein in alle Gebiete nochmal rein, weil wir ja jetzt die neue Fähigkeit haben. Dass wir klettern können. Oh Mist. Wie soll ich das denn machen? Nee. Ob ich da noch eine andere Fähigkeit für kriege? So, warte mal. Hohoho, wir haben noch 6 Punkte offen. Das fiel mir gerade so ein. Ich würde einfach mal sagen, Powerwissen gibt eine Chance für weitere 3 Sekunden geschützt zu sein, nachdem Schaden erhalten wurde. Das würde ich doch mal mitnehmen. Kannst dich mit dem Schild von Forschern schützen, ohne dass da mal reduziert wird. Das machen wir vielleicht später. Machen wir mal einen Schutz rein. Einen da rein. Einen da rein. 2 in Leben. Und einen in Betäubung, würde ich mal sagen. Und als nächstes dann Crit. Und Schild. Oder Crit und Leben. Ich würde einfach mal sagen, wir machen Crit und Leben, oder? Crit und Schaden? Crit und Schaden, komm, wir haben es. Boah, schöner 50er Crit. Ich wollte mit Aufladen was machen. Oh, 70er Crit. Oh, jetzt geht's richtig rund. Ihr habt alle keine Chance mehr. Ich mäh mich hier nur noch so. Also diese Blobbys sind eigentlich keine Herausforderung. Was war das? Was war das? Hier war doch irgendwas. Da oben ist ein Bär.